Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Meisterdetektiv Pikachu kehrt zurück, dem zweiten Teil des Spiels, dessen Fortsetzungssinnhaftigkeit ein bisschen im Raum steht. Aber bisher muss ich sagen, ich habe ganz, ganz gute Vibes eigentlich von dem Spiel. Ja, wir hatten auch ein Autosave, aber genau, aktuell ist unser Fall das verschwundene Juwel. Und wir haben relativ viele Bausteine mittlerweile schon zusammengetragen. Was so passiert ist, ist, dass ein besonders wertvolles Juwel, der Aurora-Stein oder das Aurora-Juwel oder so. Oh nein, ich wollte gerade erzählen. Freut mich sehr, dich kennenzulernen, Mr. Detektiv. Nein, yes. Es ist mir eine Ehre. Kann ich helfen? weißt du wirklich nicht, wer ich bin? Ich bin an der Rhyme City Universität, bekannt wie ein buntes Farbigel. Weil die ja sonst... Ne, nicht so bunt sind, ne? Kennst du diese angebliche Berühmtheit? Keine Ahnung. Man nennt mich die Quiz-Professorin. Eigentlich bin ich zwar noch Studentin, aber den Namen habe ich anscheinend weg. Und das ist mein Partner Tukanon. Tukanon. So. Sengender Schnabel. Ja. Ich erzähle euch gleich wieder von dem Fall. Sie sind Quizprofessorin. Ich studiere Pokémon. Muss mein Wissen einfach weitergeben. Das erklärt den Spitznamen. Tuka Tuka. Da hast du recht, muss ich zugeben. Ein Pikachu, das als Detektiv arbeitet, ist auch ziemlich schräg. Warum feiern wir unsere Begegnung nicht mit einem Quiz? Hier kommt die erste Frage. Ja, komm, wir spielen einfach mit. Ein Pokémon mit einer langen Zunge. Und ich nehme an... Ich kann es nicht einfach jetzt sagen, dass es Schlurp ist. Okay, es ist einfach noch eine Nebenaufgabe. Wir haben noch nicht mal das Yawclef gefunden bisher. Ah, wo ist es? Wo war es? Hier irgendwo, ne? Genau. Schlurp. Das ist aber eine lange Zunge. Wahnsinn, wie lange die ist. Das könnte die Antwort auf die Quizfrage sein. Jep. Denke ich wohl auch. Es ist gut, dass man so schnell laufen kann, tatsächlich. Das muss ich dem Spiel schon lassen. Yes. Was mich nur nervt, sind die Ladezeiten. Es ist Schlurp, richtig? Stimmt. Lange Zunge, damit fängt es seine Beute. Dauerhafter Juckreiz. Zum Glück hat es uns nicht abgeleckt. Mich juckt schon, wenn ich mir das so vorstelle. Und ja, mich auch tatsächlich. Danke für die Warnung, Tukanon. Wir werden darauf achten, dass alle Schlurp, denen wir begegnen, ihre Zunge schön bei sich behalten. War wohl ein bisschen zu einfach. Frage Nummer 2. Welches Pokémon nutzt sein niedliches Aussehen, um Leute abzulenken und sie zu bestehlen? Hm. Noch ein Diebstahl. Ja, niedliches Aussehen. Das sollte hier dieses Katzenviech sein. Felilu. Oder so ähnlich. Ah ne, es war nicht hier. Die Legion marschiert da hinten auf jeden Fall. Ja, das wird es sein. Was für ein niedliches Pokémon. Super, ja, ist beschäftigt. Ja, diese verdammten Nebenaufgaben. Mein Stift ist weg. Habe ich mir noch gedacht. Du warst das, oder, Fililo? Meisterdetektiv wie mich legt man nicht so schnell aufs Kreuz. Rück den Stift raus und lass die Pfoten da, wo ich sie sehen kann. Oh, mein Stift. Ja, man darf einfach keine Sekunde aus dem Auge verlieren. Ja. Ja, wir machen eben das Quiz hier fertig und dann erzähle ich euch von unserem aktuellen Stand in der Ermittlung. Nee, es war hier, ne? Yes. An dem Bundlebee vorbei. Ja. Es ist Felilu, oder? Ding, 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 das ist korrekt. Und manchmal kratzen sich die Leute, die ihr Eigentum zurückholen wollen. Also sollte man Vorsicht vor den Krallen walten lassen. So. Okay, komm. Komm. Quizfrage 3. Beste Freunde halten zusammen. Welches Pokémon ist als Gruppe unterwegs? Ein Pokémon, das als Gruppe unterwegs ist, was ich von hier aus sehen kann, wüsste ich nicht. Ja. Komm. Da. Legios. Sie üben gerade ihre Formation. Denkst du, dass Legios das Pokémon ist, von dem die Quiz-Tante gesprochen hat? Ja. Ja, ich will doch nur weg hier. So. Das ist dieser unangenehme Transparenzeffekt, ne? Hier, so. Also wir sehen, dass die Säule oder hier die Laterne, was weiß ich, nicht wirklich transparent ist, sondern nur, dass die Hälfte der Pixel oder immer mehr der Pixel, je transparenter es sein soll,
nur noch da sind. Ja, das sieht bei der Auflösung natürlich nicht so super aus. Was ich mich ein bisschen frage, ist, angenommen, ich würde jetzt noch ein anderes Pokémon ansprechen. Das hier zum Beispiel, Bundlebee. Er sagt, es beschäftigt, Pollenknödel herzustellen. Okay, dann kriegen wir gar nicht die Info. Ja, gut. Komm. Yes. Ja, die Antwort ist Legios, richtig? Richtig, das stimmt. Legios ist ein eigentümliches Pokémon. Eigentlich sind es 6 von ihnen, die als ein einzelnes zusammenarbeiten. Das ganz vorne, der Anführer, gibt den anderen Anweisungen und leitet sie so. Im Kampf wechseln sie die Formation und setzen auf Teamwork, um sich den Sieg zu sichern. Ziemlich interessantes Pokémon. Schön und gut, aber es ist bestimmt nicht leicht für die Untergebenen, wenn ihr Anführer inkompetent ist. Ja, tut mir leid, ich bin sicher, die sind äußerst fähig. Das war unser Quiz für heute. Ich habe viel dazugelernt. Okay, nur mal so. Ja, wir sehen uns zu, Kanon. Was kriege ich dafür? Nichts. Ein gutes Gewissen wahrscheinlich. Das gute Gewissen, jemandem Fragen beantwortet zu haben. Alles klar. Nein, also unser Stand der Ermittlungen ist, also das Problem ist, es wurde ein Juwel geklaut, das hatte ich glaube ich schon erzählt. Und die Polizei verdächtigt den Butler, weil er der Einzige ist, der einen Schlüssel zu dem Raum hat, in dem, neben dem Eigentümer, meine Güte, weil er der Einzige ist, der einen Schlüssel zu dem Raum hat mit dem Juwel, neben dem Eigentümer, ist er der einzige Tatverdächtige. Es gibt tatsächlich, er hat tatsächlich ein Alibi, aber es hat nur von einem Pokémon und das können wir nicht wirklich anführen gegenüber der Menschenpolizei. Und jetzt versuchen wir noch seine Unschuld irgendwie zu beweisen. Denn wir sind uns sehr sicher, dass er nicht schuldig ist. Und eigentlich suchen wir... Achso, genau, wir befragen jetzt mal die Pokémon im Anwesen. Oben rechts steht's ja. Ja, es ist alles ein bisschen verzwickt, ne? Nebenbei sind noch irgendwo blaue Federn aufgetaucht, die natürlich auch noch zu den Partner-Pokémon des Butlers passen. Sonst will hier keiner so richtig irgendwas erzählen. Das Yorkleff, was diese Frau hier sucht, haben wir auch noch nicht gefunden. Wir kommen nicht so richtig weiter. Wir brauchen mehr Ermittlungsarbeit. Wir haben schon herausgefunden, dass höchstwahrscheinlich ein Galagladri in der Lage war, den Schaukasten zu zerschneiden. Aber ansonsten nicht so richtig viel. Oh, du bist es. Bist mit deinen Ermittlungen nicht mal fertig? Es tut mir leid, aber das wird noch ein wenig dauern. Das ist doch absurd. Wir wissen alle, dass es Barnes war. Kannst du bitte aufhören, das zu sagen, Claudia? Claudia? Barnes würde so etwas einfach nicht tun. Da ist er nicht der Typ für. Das klingt nach Wunschdenken. Ach genau, Barnes wollte den Aurora-Tropfen für sich selbst. Er hat so getan, als wäre er der perfekte Butler und hat seine wahren Absichten und seine Hardgear verschleiert. Hörst du ja nicht selber zu? Er hat jahrelang für uns gearbeitet. Barnes hat dich hintergangen. Beruhigen Sie sich. Das Bikulente von Barnes wurde vor ein paar Minuten gesehen. Wir hoffen auf weitere Hinweise. Ausgezeichnet. Ich bin sicher, dass wir... Es ist entwischt, ja, dass wir Hinweise für seine Unschuld finden werden. Blablabla. Bla, bla, bla. Wir brauchen Hilfe eines anderen Pokémons. Wie wär's mit Fukano mal wieder? Besondere Fähigkeiten. Hast du irgendwelche besonderen Fähigkeiten? Es sagt, es hat eine sehr gute Nase. Das klingt nützlich. Könnte hilfreich sein. Wenn wir einer Duftspur folgen. Ja. Was kann denn Pixie? Das kann, glaube ich, gut hören. Hast du besondere Fähigkeiten? Es hat nämlich auch riesige Löffel. Viel besseres Gehör als die meisten anderen Pokémon. Mhm. Könnte auch praktisch sein. Du kannst Schritte und Stimmen aus jedem Raum im Anwesen hören. Das ist unglaublich. Ich meine mich jetzt sogar zu erinnern, dass Pixie Geräusche noch aus 1 Kilometer Entfernung hören kann. Könnte im Traum nicht so gut hören. Es ist empfindlich, ja. Was für Pokémon gibt's hier noch? Ah ja, Voltenso. Hat auch eine gute Nase, ne? Besondere Fähigkeiten. Der feine Nase hat und gut im Ausspüren ist, aber... Aber... Es hat Dienst, also kann es seinen Posten nicht verlassen. Ja, blöd. Die Ermittlungen. Hab dich nicht so... Ein bisschen was kannst du uns schon sagen. Du bleibst hart, oder? Naja.
Okay, let's start deducing. Ja, machen wir mal ein paar Schlussfolgerungen. Also ich gehe jetzt einfach davon aus, dass ihr die vorherigen Teile gesehen habt, aber so als kleine Auffrischung wollte ich noch einmal kurz skizzieren, was aktuell Phase ist. Gab es da nicht ein Pokémon mit der richtigen Fähigkeit, um Pikolente aufzuspüren? Naja, also ich könnte mir beides vorstellen. Aber sagen wir mal, Fukano können wir an der Feder schnüffeln lassen und ja. Prima Idee. Die Feder, die ich schon vor Ewigkeiten sicherstellen wollte, aber ja, ja. Sehr schön. Okay. Ich habe übrigens die ersten beiden Folgen jetzt gerade hochgeladen oder lade die zweite. Ne, jetzt sind beide hochgeladen und werden verarbeitet. Ich lade die jetzt aktuell noch zwischen Cassette Beasts Folgen hoch. Die letzten paar, die da so kommen. Ich weiß noch nicht, wie das danach wird, weil, sind wir ehrlich, für Detektiv Pikachu und das Setup und alles Mögliche brauche ich dann doch ein bisschen mehr Zeit und Ruhe. Ich glaube, Detektiv Pikachu wird nicht so mega regelmäßig kommen können. Aber mit ein bisschen Glück... Achso, bitte Fukano um Hilfe erstmal. Ja, okay. Also wir müssen Fukano zur Feder bringen. Naja. Wenn die Feder nicht zum Fukano will, dann muss Fukano zur Feder, ne? So. Aber nichtsdestotrotz, also bisher habe ich ein bisschen Freude mit dem Spiel. Es ist schon okay. Es ist ganz in Ordnung. Kannst du mir helfen, Pikolente zu finden? Und ganz ehrlich, vielleicht wurde die Spielform ja auch ein bisschen weiterentwickelt, ne? Also es sind schon ein, zwei Sachen dabei gewesen, wo ich mir gedacht habe, oh, das wäre im ersten Teil nicht so gelaufen. Also von daher, ich bin erstmal ganz vorsichtig optimistisch. Es kann sein, dass Pikolente irgendwie in diese ganze Sache verwickelt ist. Vielleicht weißt du sogar, wer dir den Schlüssel gestohlen hat. Hilf uns, den Fall zu lösen. Du möchtest Dennis auch helfen? Also Mr. Dennis, wie er heißt? Sanjeev? Dennis? Das ist bestimmt einfacher, als mir ständig zu sagen, wo ich hin muss. Was denkst du, Tim? Sollen wir dieser Fährte nachgehen? Ja. Na klar, los, Fukano. Aha. Okay, let's do this. Das ist richtig awesome. Oh wow, das ist richtig awesome. Komm, bitte, bitte tu's. Och. Sorry, but could you sit down for a sec? Hätte Tim ihm nicht eben helfen können? Und warum schüttelt er den Kopf und macht es dann trotzdem? Ja, das sieht elegant aus. Alright. Let's go! Oh, wow. Das ist das erste Mal, dass ich jemand auf mir reiten lasse. Das ist das erste Mal, dass jemand... Das ist jemanden... Hä, das ist das erste Mal, dass es jemanden auf sich reiten lässt. Ach so. Achso, ich dachte, die Antwort ist jetzt einfach. Das ist das erste Mal, dass ich auf jemanden reite. Warum hast du nochmal wiederholt, was ich gerade gesagt habe? Hoppla, wenn nur wir beide uns unterhalten, muss ich ja nicht für Tim Doyle matchen. Lass uns mal mit der Suche anfangen. Ich schnüffle am Boden und weiß dann, wo die Fährte am deutlichsten ist. Alles klar. Wir müssen herausfinden, wo die Fährte am deutlichsten ist. Ich denke, ich müsste es von hier aus aufspüren können. Dann los. Jawohl. Halte die R-Taste gedrückt, während du dich bewegst, um der Duftspur zu erschnüffeln, die du folgen willst. Wenn du mit Tim sprichst, kannst du von Fukano absteigen. Okay, R und... Anscheinend geht's hier lang. Hier lang. Ist schon ein bisschen süß. Ja, wir können sogar langsam laufen und hier lang schnüffeln. Das ist super süß. Die anderen denken sich auch nichts dabei, dass ein Pikachu mit einer Detektivmütze auf einem Fukano reitet. Es ist okay. Das wäre ehrlich so richtig. Verwundert wäre ich auch nicht. Aber auch der Partner von Fukano denkt sich da nichts bei, ne? Ja. Ich kann Pikolente wittern. Es kommt immer hier vorbei, wenn es spazieren oder einkaufen geht. Sein Geruch ist noch wahrnehmbar. Wir müssen dem Geruch genau folgen, nicht, dass wir ihn verlieren. Wird gemacht. Oh, sollte ich vielleicht auch mit... Wo? Hier? Hier? Das sieht gut aus. Ich sag mal so, Fukano könnte ja vielleicht auch Yorklef schnüffeln. Wäre ja auch denkbar, ne? Ja, okay. Also, alles klar. Wir müssen nicht unbedingt explizit
der Fährte folgen. Es reicht, wenn wir so ungefähr die richtige Richtung einschlagen. Komm, komm. Wie stehen eigentlich andere Pokémon zu unserer komischen Verbindung hier? Selbst mein Spiegelbild ist bezaubert. Mit Mogelbaum können wir gar nicht mehr reden. Ja, Pikolente könnte da im Busch sein, wo was rausfliegt. Och Menno, ich hätte nicht gedacht, dass ich erwischt werde. Du sollst keine Sachen stehlen. Und du kannst wenigstens ein bisschen Reue zeigen. Ja. Dieser Geruch. Das ist dieses typische, ich bereue, dass ich erwischt wurde. Ja, ich bin mir ganz sicher. Komm raus, Pikolente, ich bin's, Fukano. Ich bin's. Pikolente strebt nach vollendeter Eleganz. Ja. Ich habe mich schon gefragt, wer mich gefunden hat. Zum Glück warst du es. Oh, ich habe was weggedrückt. Hallo, ich bin Meisterdetektiv Pikachu. Und du bist ein Freund von Fukano? Würde ich sagen, ja. Aber davon abgesehen, kannst du mir sagen, was du hier machst. So ein paar komische Menschen waren hinter mir her. Ich hatte richtig Angst. Ich habe keine Ahnung, warum die so aufgebracht waren. Ich habe doch nichts getan. Sie denken, dass du in ein Verbrechen verwickelt bist. Im Haus wurde was Wertvolles geklaut. Und du und Barnes werden verdächtig. Was? Das würden wir niemals tun. Ich weiß, ich denke auch nicht, dass ihr es wart. Ich muss ja ein paar Fragen stellen. Okay, erzähl mal was über dich. Ja, Barnes Partner-Pokémon. Du holst Bohnen aus dem Café. Oh, du trinkst auch schwarzes Wasser. Ich habe es einmal probiert, weil es Barnes so gut zu schmecken scheint, aber ich habe keinen Schluck runterbekommen. Viel zu bitter. Ein kultivierter Geschmack für kultivierte Pokémon. Bestimmt wird es mir auch irgendwann schmecken. Warte mal ab. Was kannst du mir über Barnes sagen? Ein wahrer Gentleman. Wenn du ihn schon kennengelernt hast, weißt du sicher, was ich meine. Er ist wirklich gut darin, mir zu zeigen, wenn ich etwas richtig gemacht habe. Ich sehe vielleicht nicht so aus, aber ich kann wirklich gut schwimmen. Barnes macht mir immer Komplimente, wenn ich meine Schwimmkünste im Becken vorführe. Jemand, der so liebenswürdig ist, kann kein schlechter Mensch sein. Okay. Was machst du hier? Es muss doch jede Menge andere Orte geben, an die du hättest gehen können. Das ist mein Lieblingsort. Und wie ich bereits erwähnte, wurde ich von fremden Leuten gejagt. Ich war ziemlich aufgebracht, also bin ich hergekommen, um mich zu beruhigen. Alles klar. Siehst du das Wasser? Ich liebe es, darin zu baden. Glitzert da auch was drin. Vielleicht sollten wir es auch mal versuchen. Wow, warte mal, Fukano. Bist du nicht vom Typ Feuer? Ich glaube, ein Bad ist da keine gute Idee. Oh, da sagst du was. Ups. Ich hab vergessen, Säure tötet Menschen. Am Wasser entlanglaufen fühlt sich auch schon gut an. Ist so kühl, ohne dass man gleich nass wird. Dann probiere ich das halt mal. Zur Zeit des Vorfalls. Ich habe nur gefrühstückt wie immer. Dann bin ich wirklich müde geworden und eingeschlafen. Das war neu. Wenn du nach dem Frühstück eingeschlafen bist, wann hast du das Anwesen verlassen? Irgendwann hat mich Turner dann geweckt. Normalerweise gehe ich gleich einkaufen, wenn Barnes mich darum bittet. Aber weil ich verschlafen hatte, hatte ich es heute Morgen eilig. Also habe ich schnell meine Tasche geholt und bin zu einem Fenster im ersten Stock hinausgeflogen. Und du bist dir sicher, dass es Turner war, der dich aufgeweckt hat? Yep. Und du bist auch eingeschlafen, Fukano? Yep, aber nur weil das Frühstück heute so lecker war. Ich habe wohl zu viel gegessen, dass ich müde geworden bin. Esst ihr beiden immer zusammen? Normalerweise nicht, nein. Ich esse eigentlich immer zusammen mit Urgel. Was? Im Anwesen gibt es einen Urgel? Ja. Urgel ist das Partner-Pokémon von Turner. Aha. Aha. Na sowas. Schon komisch, dass Turner das nie erwähnt hat. Ja. Genau, Pikolente war zur Tatzeit unterwegs. Eine Spur haben wir noch. Das Urgel, von dem Pikolente erzählt hat. Ich frage mich, warum wir es im Anwesen nie gesehen haben. Ist es schon lange weg? Ich weiß es nicht. Als es mir aufgefallen ist, war es schon weg. Wir sollten wahrscheinlich mal mit ihm reden. Kannst du Urgel über seinen Geruch aufspüren? Oh, eine von Urgels Federn. Habe ich's mir doch gedacht. Die dunkelblaue Feder ist nämlich nicht von Pikolente. Gut, dass ich sie mitgenommen habe. Jetzt müssen wir nur noch herausfinden, was wir damit anfangen können. Was soll ich nur tun? Ich mache mir wirklich Sorgen um Barnes. Wenn du jetzt zurückgehst, wird die Sache wahrscheinlich nur noch komplizierter. Warte ab, bis wir den Fall gelöst haben. Okay. Achso, erstmal zurück zum Anwesen und dann von da aus. Okay. Okay, der Turbo-Button geht hier gar nicht. Ich dachte mal. Also vorhin hatte ich das Gefühl, dass er funktioniert.
Ah doch, doch, er funktioniert wohl. Schwierig. Damit wären wir beim Anwesen. Ja, ich habe seine Fährte. Ziemlich stark. Ist wohl heute Morgen hier lang gelaufen. Ja, immer der Nase nach. Da. Muss man mal die Augen offen halten. Vielleicht ist das Yorkleff hier irgendwo in einem Gebüsch oder so. Ist was passiert? Nee, nee, ist alles super. Deiner Stadt sollte ein Juwel geschenkt werden und es wurde gestohlen. Aber ansonsten ist alles toll. Wir wollten davon die neue Turnhalle bezahlen, aber naja. Wo geht's lang? Maybe hier lang? Hier ist die Fährte nämlich nicht mehr. Ist es in diesem verdächtigen Fass? Nein, ist es nicht. Ist es in dieser verdächtigen Seitengasse? Aha! Ist hier vielleicht auch ein Yorkleff? In einer Seitengasse könnte es ja ein bisschen ruhiger sein. Ne, kein Yorkleff. Also mir ist schon klar, dass der Duft... Da ist ein Yorkleff. Oh, hi! Geht gern Gassi. So habe ich die Untertitel erwartet. Als Alliteration und mit seltsamen Wörtern. Oh nein, was mache ich nur? Du bist doch Yorkleff, oder? Deine Partnerin sucht dich. Ist hier, um mich zurückzubringen? Ich wollte spielen, bin rumgerannt. Da habe ich gemerkt, dass ich nicht mehr weiß, wo ich bin. Ich kenne den Ort hier nicht. Und den Weg nach Hause finde ich auch nicht. Ah, du hast dich verlaufen. Ich will doch nur zurück. Keine Sorge. Ich lasse meinen Partner Tim deine Partnerin herholen. Hab nur ein bisschen Geduld, okay? Wirklich? Danke. Ah, okay, okay. Yorkleff, zum Glück bist du wieder da. Ich bin so froh, dich zu sehen, Mama. Och, och. Danke, dass du meinen Yorkleff gefunden hast. War doch selbstverständlich. Moment mal, ich hab's gefunden. Tut mir leid, dass ich dir Sorgen gemacht habe. Ich wollte nur etwas spielen. Du bist weggelaufen, weil wir nicht genug miteinander spielen, oder? Also dann, lass uns im Serenity Park miteinander spielen. Das wäre erledigt. Fühlt sich immer gut an, jemandem zu helfen. Sehe ich auch so. Ja, nächstes lokales Anliegen erledigt. Aha, ein Unratytox und ein Urgel. Da drüben. Das Pokémon, auf das wir die ganze Zeit schon zulaufen. Oder das Pokémon, das wir die ganze Zeit schon sehen konnten, weil unsere Sicht natürlich nicht beschränkt ist, wie die Spielersicht, aber ja. Urgel kriegt den Hals voll. Witzig. So was, das ist schon witzig. Rubbletox, Unratytox im Hausmüll zu Hause. Witzig. Das ist super. Dem muss es ja gut gehen, wenn es hier einfach so ein Schläfchen hält. Wir haben dich gesucht. Hi, was machst du denn hier? Das will ich von dir wissen. Moment, was ist denn überhaupt los? Tut mir leid, dich direkt nach dem Aufwachen zu stören, aber ich muss dir Fragen stellen. Keine Angst, ich bin Meisterdetektiv Pikachu. Pikachu ist mein Freund und er hat ein paar Fragen an dich. Ich weiß zwar noch immer nicht, was los ist, aber na gut, was willst du wissen? Erzähl was über dich. Ja, warum? Wir haben uns Sorgen gemacht, weil du nicht zu Hause warst. Es tut mir voll leid. Was kannst du uns über Turner sagen? Er ist mein Partner, netter Kerl. Kenn ihn schon ganz lange. Er hilft ihm bei seinen Aufgaben im Haus. Wenn Turner mich ruft, komme ich immer sofort, egal wo er gerade ist. Ich gehe sogar mit ihm einkaufen. Wenn ich etwas für ihn tragen soll, schlucke ich es einfach runter. Moment, du schluckst es runter? Ist das nicht irgendwie gefährlich? Kein Problem, kein Problem. Wenn du meinen Rücken reibst, würge ich alles in meinem Bauch im Handumdrehen wieder hoch. Magen umdrehen. Aber Urgel sind dafür wohl gebaut. Was machst du hier? Weil ich nach dem Frühstück so richtig müde geworden bin. Auch er ist also müde geworden. Oh, wow, echt? Urgel ist ein bisschen trashy, ne? Vicolente und die anderen sind nach dem Frühstück alle eingeschlafen. Da hat mich Turner geweckt und ich bin losgeflogen. Wann denn? Wie war das noch gleich? Er hat gesagt, ich soll in die Seitengasse oder so. Du erinnerst dich nicht mal daran? Du bist echt eine Marke. Ich bin auf dem Weg auch noch ein paar Mal eingeschlafen, aber ich habe es irgendwie hergeschafft. Ich war so müde, aber kurz bevor ich weggedöst bin, habe ich das perfekte Bett gefunden. Also habe ich ein Schläfchen gemacht. Damit bin übrigens ich gemeint. Hast du ein Ratytox für ein Bett gehalten? Du glaubst nicht, wie bequem es ist. Wenn du schlafen wolltest, wäre es nicht besser gewesen, nach Hause zu gehen.
Turner macht sich bestimmt Sorgen. Ach, Turner, ganz vergessen. Ich muss zu Turner. Gibt's dafür einen bestimmten Grund? Weil er mein Partner ist, ist so logisch. Oder hat er gesagt, ich soll nicht zurückkommen? Wie war das jetzt noch gleich? Das darfst du mich nicht fragen. Ja, zur Zeit des Vorfalls. Du hast gefrühstückt und dann, ja, du musst eine Menge verputzt haben. Eigentlich so viel wie immer. Aber jetzt ist mein Bauch immer noch voll. Ist das Frühstück nicht schon eine Weile her? Warum bist du noch immer so voll? Keine Ahnung. Mein Bauch fühlt sich so an, als hätte ich was Großes verschluckt. Okay. Was Großes, ja? Interessant. Tja. Die Befragung war nicht so richtig ergiebig. Was? Natürlich, mega ergiebig. Und Ratitox. Hilfst du uns, bitte? Ich schätze, ein paar Fragen kann ich beantworten. Über mich gibt's nicht viel zu sagen. Ich habe nichts Komisches gesehen, obwohl, naja, ich habe für jeden Tag den herumliegenden Müll in der Stadt eingesammelt. Vielen Dank dafür. Ich mache das halt einfach so. Ich habe heute etwas ungewöhnlicheren Müll gefunden. Zählt das als komisch? Was denn? Es klebte am Kopf eines Elfhuhn. Das war vor einem großen Haus, denke ich. Dass irgendwelches Zeug an einem Elfhuhn kleben bleibt, klingt jetzt aber nicht so ungewöhnlich. Außerdem ist Müll ein wichtiges Thema für Unratetrox, also sprich nicht einfach von Zeug. Was machst du hier? Naja, komme ich so gut mit Menschen klar. Und hier sind normalerweise kaum Menschen, also schien mir das ein sicherer Ort zu sein. Waren sie etwa gemein zu dir? Nein, ich mag es nur nicht, wenn es laut ist. Und Menschen sind immer laut, findet ihr nicht? Ich schätze schon. Naja, hier ist es auf jeden Fall schön ruhig. Hey. Der Müll. Ja, das habe ich mir als Leckerbissen für zwischendurch aufgehoben. Warum, willst du es haben? Ich möchte es zumindest mal ansehen. Würdest du es mir zeigen? Klar, keine große Sache. Sieht aus wie eine Notiz. Es riecht wie unser Haus. Meinst du die Dennis-Residenz? Hm, das ist ja interessant. Lass mich mal sehen. Öffnen Sie das Fenster, nachdem Barnes gegangen ist. Das ist das Zeichen. Sobald das Fenster geöffnet ist, schicke ich mit Hilfe der Elfung Gladiantri hinüber, um die Vitrine aufzuschneiden. Dann sollten sie an das Juwel gelangen. Wenn sie ihren Teil erfüllen, sollten sie den Verdacht auf Barnes lenken können. Und wenn sie erfolgreich sind, sollten wir uns beide ein hübsches Sümmchen herausspringen. Alles Gute. Die Notiz stammt vom Täter. Was? Und der Dieb hatte also einen Komplizen, was? Deswegen waren auch gleich mehrere Pokémon in die Sache verwickelt. Das ist definitiv ein wichtiger Hinweis. Okay. Und das war der Leckerbissen für zwischendurch? Naja. Können wir dieses Stück Müll haben, bitte? Wenn ihr es so dringend braucht, na gut. Danke, ich mach's wieder gut. Wie auch immer. Sollen wir zurück nach Hause? Ja. Auf, zurück nach Tim. Zu Tim. Nach Hause, zu Tim. So. Ja, ja. Beruhig dich. Fukano, bla. Kehre zu Tim zurück. Machen wir. War der Plan. Tim war ja gerade eben noch hier, hätte uns auch begleiten können, aber es ist schon in Ordnung. Und die Ladebildschirme, das ist es einfach. Ich hoffe einfach, dass das letzte Jahr ist, in dem es die Switch noch gibt, ne? Also, wenn das hier, also ich meine, von der Optik her ist das ja okay. Oder ne, sogar ganz schick, ne? Aber die Ladezeiten, das ist halt, das ist echt, das ist wirklich nicht zeitgemäß. Und wie gesagt, für so kleine Bereiche und so oft hintereinander, also es war doch jetzt innerhalb von einer Minute, hatten wir dreimal hintereinander einen schwarzen Ladebildschirm, das ist schon, meh. Genau, wir wollten zu Tim, wo haben wir ihn stehen gelassen? Hier, ne? Da. Mhm. Da sind wir wieder. Willst du runter von Fukano? Jupp. Schaffst du es alleine? Für wen hältst du mich? So, wir haben unglaubliche Beweise gefunden. Also, bringt ihn ins Bild. Das war's. Dann schlag mal schnell die Fallnotizen auf. Oh yes. Das sieht halt für die Leute wieder nicht komisch aus, wenn Pikachu die ganze Zeit wild vor sich hin erzählt, ne? So, wie können wir beweisen, dass Barnes unschuldig ist? Ja, klar. Dieser Zettel schlägt ja vor, dass man Barnes die Schuld zuschieben kann. Öffnen Sie das Fenster, nachdem Barnes gegangen ist, das ist das Zeichen. Stichhaltiger Beweis. Okay. Indem wir den wahren Täter finden, dem auch der Zettel gehörte. Okay. Es gibt jemanden, der hinter all dem steckt.
Und nicht nur das, es gibt mehrere Täter, die zusammengearbeitet haben. Jemanden, der von draußen Pokémon ins Anwesen geschickt hat und jemanden drinnen, der sie dann hereingelassen hat. Denkst du, diese Personen wohnen im Anwesen? Das scheint mir eine logische Schlussfolgerung zu sein. Der Täter hat einen Weg gefunden. Überleg mal. Als es geschlafen hat. Ganz genau. Fukano hat geschlafen, jeder hat den Schlüssel nehmen können. Ja, da hast du wohl recht. Da kommen wir auch nach 2 Stunden Ermittlungsarbeit drauf. Fukano macht normalerweise kein Nickerchen. Denkst du wirklich, es würde praktischerweise ausgerechnet dann schlafen, wenn der Täter sein Verbrechen begehen will? Das ist der Punkt. Denk mal zurück, was uns die Pokémon im Anwesen erzählt haben. Was haben sie gemeinsam? Sie haben alle gefrühstückt. Sie haben zwar alle gefrühstückt, aber da war der Schlüssel noch nicht gestohlen. Dann wurde Fukano der Schlüssel abgenommen. Achso, ja, okay, sie haben alle geschlafen und dann, nachdem sie gefrühstückt haben, ja. Der nächste Teil der Notizen. Genau zu dem Zeitpunkt, als das Juwel gestohlen wurde, haben alle Pokémon im Anwesen geschlafen. Kein Zufall. Es muss eine Art Beweis geben. Was könnte der Grund dafür sein? Naja. Sie haben so viel gespielt, dass sie schläfrig wurden. Sie sind spielen gegangen. Nee. Nein, sie haben alle gefressen. Das ist ein Napf. Ist ein Puder dran. Tim, das ist Schlafpuder. Mhm. Wie auch immer ein Pikachu das erkennen kann, aber ja. Was hast du vom Hinschauen erkannt? Ich bin schließlich ein Pokémon und außerdem ein Meisterdetektiv. Natürlich kann ich erkennen, was das für ein Puder ist. Das ist nichts Besonderes. Im Essen ist Schlafpuder. Genau, und wer hat die alle gefüttert? Der Butler war es. Der Aushilfs-Butler. In ihrem Frühstück wurde Schlafpuder untergemischt. Yep. Irgendjemand, niemand weiß wer, hat die Pokémon mit Schlafpuder einschlafen lassen. Genau, und langsam fügen sich die Puzzleteile zusammen. Woher hat der Täter das? Hier in der Stadt fielen mir da schon ein paar Orte ein. Aber wenn wir dem Weg folgen, auf dem es hier ins Anwesen gelangt ist, erfahren wir vielleicht mehr über den Täter. Dafür brauchst du Fukanos Hilfe, oder? Nimm am besten für alle Fälle etwas von dem Puder mit. Sprechen wir mit Fukano, Tim. Oh Gott. Ja, lass ihn nicht zu tief. Achso, das hat er ja auch gesagt, ne? So. Können wir dem Geruch des Schlafpuders jetzt folgen? Alles klar, los Fukano. Gut. Anscheinend erstmal... Oho. Nicht weg vom Anwesen. Doch, weg vom Anwesen, okay. Naja, also ich sag mal so, relativ früh war uns ja schon... Oder hatte man ja diesen Verdacht. Ey, sind wir ehrlich, es gibt auch nur 2 andere... Menschen, die nicht entweder direkt der Geschädigte sind, was natürlich auch immer nicht auszuschließen ist, dass jemand nur mutmaßlich Geschädigter eines Verbrechens ist. Also es gab ja nur die Frau und den alternativen Butler Turner oder wie er hieß. Und Turner hat gesagt, er hat den Pokémon das Frühstück gegeben. Also ist jetzt nicht super unwahrscheinlich, ne? Andererseits, er kann natürlich auch... Oh, hi. Was mache ich denn jetzt? Was ist denn los, Bundlebee? Du bist ja richtig panisch. Meine lieben Wommel sind los, um Nektar zu sammeln, aber sie sind noch nicht wieder zurückgekommen. Sie brauchen sonst nie so lange. Mach mir Sorgen. Ja, ich möchte gerne helfen. Ja, okay. Jetzt haben wir gerade die Spürnase hier. Dann versuchen wir mal Wommel zu finden. 2 Wommel, okay. Ja, gut. Naja, also es könnte die Frau sein, die das Essen mit Schlafpuder versetzt hat. Oder es könnte der Typ sein, dessen regelmäßige Aufgabe es ist, den Pokémon Essen zu geben. Oh, da hinten ist ein Blutzug auf einmal aufgetaucht. Das könnte eventuell was damit zu tun haben. Aber ich will auch nicht so viele Vorurteile haben. Aha. Süßer Duft. Wommel, hörst du mich? Da ist es. Fröhlicher Nektarsammler. Super. Ja, Wommel sind, glaube ich, richtig winzig eigentlich.
Wer ist denn da? Ich hab so schön geschlafen. Du bist nicht zurückgekommen, weil du ein Schläfchen gemacht hast? Bumblebee ist krank vor Sorge. Ja, ich bin ein bisschen eingedöst. Danke fürs Bescheid sagen, okay. Ein Schläfchen. Mach dich nicht fertig, Vulcano. Niemand ist sauer auf dich, weil du geschlafen hast. Ah, naja, wenn ich dein Trainer wäre. Ich wäre immer richtig genervt, wenn du einschläfst im Kampf. Aber wo ist denn das zweite? Auch noch eine Duftspur. Wir sammeln jetzt natürlich erstmal das zweite Wommel noch ein. Damit wir nicht nochmal mit Vulcano hier. Wird gemacht, Bumblebee. Aha, da, in die Richtung, okay. Ja, hier lang. Was wollte ich sagen? Achso, wir machen jetzt natürlich die Nebenmission, damit wir nicht im Nachhinein noch aufwendig einmal Vulcano wieder einsammeln müssen und einmal wieder zurück müssen. Obwohl, und vielleicht geht's dann ja auch gar nicht mehr, ne? Ja, ich habe mich hier versteckt. Da ist es schon wieder, das Schlurp. Jetzt scheine ich so. Gib mir was Süßes. Du bist das Pokémon, das diesen Wommel Ärger macht. Ich will nur Nektar, das ist alles. Bei deiner Zunge ist mit einem Schlecker Wommels ganzer Nektar futsch. Also bei deiner Zunge ist mit einem Schlecker Wommels ganzer Nektar futsch. Kann sein, aber ich hab Lust auf was Süßes. Dann komm später noch wieder. Kannst du Pollenknödel haben. Wirklich? Yippie. Ja, super. Und das war Nummer 2. Gut, dass wir Wommel gefunden haben. Dank deines Riechers. Ein Lob. Ja, alles klar, auf geht's. Pikachu, Vulcano, vielen Dank. Ja, gar kein Thema. Die waren halt weg. Ist in Ordnung. Die haben sie gefunden. Die hatten einen Hund dabei. Es war leicht. Ich glaube, das ist auch... Wenn man Hunde... Also man kann Hunde natürlich richtig, richtig gut trainieren. Aber wenn man sich normal mit Hunden unterhalten könnte, die könnten alles für einen tun, ne? Die könnten ja alles aufspüren. Die könnten wahrscheinlich den Schlüssel finden, den man verlegt hat. Oh nein, Pikachu, hier endet die Spur. Und jetzt? Irgendwas muss hier sein. Sehen wir uns um. Ja. Wüsste jetzt nichts, was Schlafpuder beherrschen könnte. Schauen wir mal hier rechts, ne? Ja. Oh nein, ein Blutzug. Ach, sowas. Jagdbeute mit seinen glitzernden roten Augen. Glitzernden roten Augen. Diese Riesenaugen sind unverwechselbar. Mit denen kann es wohl im Dunkeln sehen, wie sie glitzern. Ja, ja, was gibt's, ja? Können wir dir ein paar Fragen stellen? Okay, also ich bin schwer beschäftigt, aber ja, ja. Das Schlafpuder. Kommen wir direkt zur Sache. Nee, ist nicht mein Schlafpuder, auf keinen Fall. Wer weißt du das? Ich benutze meinen Schlafpuder, um Beute zu fangen. Es riecht nicht so beruhigend oder angenehm. Oh nein, nicht mal annähernd. Achso. Ich glaube, es riecht wie Dressella. Ah ja. Ja, und wo finden wir Dressella? Ich würde mir die Hecken drüben anschauen. Wahrscheinlich, nein, definitiv. Oh ja. Mist. So stelle ich mir Blutzug ein bisschen vor. Naja, obwohl, nee, eigentlich stelle ich mir Blutzug so ein bisschen aufgeregter vor. Aber ja, ja, mein Lieblingssnack. Oh ja. So ein bisschen... Ja, obwohl... Ja, doch, das kommt schon hin. Blutzug ist voll lustig. Ja. Die Hecken hier genauer anschauen. Aha. Diese Hecke zum Beispiel. Ich sage ja, ich will niemanden vorverurteilen. Also es war mir klar, dass es nicht unbedingt das Blutzug sein muss. Fashionista der Botanik. Dressella. Oh, Dressella könnte das... Ah nee, die hat schon Partner-Pokémon. Ein Dressella. Bekannt für seinen Duft, der Körper und Geist beruhigt. Du magst meinen Duft, das lieb. Ich möchte dir Fragen stellen. Fragt mich, was ihr wissen wollt. Ja, erzähl mir mehr von dir. Ich bin ein einfaches Dressella, das das Tanzen liebt. Auf der Suche nach der großen Liebe. Das ist mein Lieblingsort. Hier Sonne zu tanken fühlt sich herrlich an. Und hier zu tanzen erfüllt mich mit endloser Freude. Soll ich es mal vorfühlen? Ich kann jetzt wirklich ein Schläfchen vertragen. Bitte nicht tanzen. Das Schlafpuder. Ja, das ist meins. Erkenne ich am Duft. Hast du jemand was davon abgegeben? Mein Schlafpuder wird ganz von selbst verstreut, wenn ich tanze. Obwohl, wenn ich überlege, da war ein Mensch, der vor kurzem beim Tanzen mir zugesehen hat.
Weißt du noch, wie er ausgesehen hat? Leider nicht. Ich bin ganz in meinem Tanz aufgegangen. Schade. Danke für deine Hilfe. Ja, aber sind wir fertig mit dem Ermitteln? Ich weiß nicht. Glaube nein. Ich glaube, wir sind nicht fertig mit dem Ermitteln, aber wenn mir die Frage gestellt wird, wahrscheinlich, ne? Wir müssen jetzt nur einmal erzählen, jo, das Puder kommt von einem Driceller. Also, und es ist ja komplett egal, woher es kommt, oder? Also, da war ein Mensch, der hat ihr beim Tanzen zugeschaut, okay, aber sie kann sich auch nicht erinnern, wie er aussah, also von daher ist er auch ein bisschen, naja. Die Spur des Schlafpuders hat vom Anwesen direkt zur Aussichtsterrasse geführt. Wenn die Person, die das Schlafpuder hergebracht hat, im Anwesen wohnt, dann würde das schon Sinn ergeben. So. Und jetzt beweist den anderen aber mal, dass diese Schlafpuder von Dressella kommt, ne? Der Täter hat Schlafpuder in das Essen der Pokémon gemischt und Gladiantri ins Anwesen gelassen. Nur jemand aus dem Anwesen wäre dazu in der Lage. Aber wer? Führe Befragung durch. Ich möchte mit ihm reden. Okay. Möchte doch nicht mit ihm reden. Oh. Vulcanus Essen. Turner, einer meiner Angestellten, bereitet immer das Essen zu. Ja, das wirkt jetzt aber schon wieder zu leicht, ne? Vielleicht hat er mit der Frau zusammen, ne? Ja. Der Tee ist für Besucher, ich bevorzuge ja Kaffee. Yes. Turner. Ja, frag ruhig. Vulcanus Essen. Ich würde ihn gern zu seinem Partner befragen. Er sagt mir genau, was hinein soll und ich bereite es exakt nach seinen Anweisungen hinzu. Zu. So. Es klingt, als wäre Mr. Dennis die Gesundheit von Vulcano sehr wichtig. Er ist ein guter Mensch. Dufter Typ. Gesund und lecker geht's allerdings nicht immer zusammen. Yes. Willst du noch irgendwas? Ja, Vulcanos Essen. Ich weiß nichts über das Futter von Vulcano. Ich würde vorschlagen, du fragst Turner. Haben Sie ihn beim Essen gesehen? Nein, habe ich nicht. Es gehört nicht zu meinen Gewohnheiten, ihm beim Fressen zuzusehen. Die Pokémon im Anwesen bekommen ihr Futter in einem separaten Raum abseits von uns Menschen. Es gibt also noch einen Raum. Auf meinen Wunsch hin, versteht sich, denn es wäre äußerst unangenehm, wenn ihre Haare, Federn oder was auch immer in unser Essen gelangen würden. Das bringt ihr bei den Pokémon garantiert keine Pluspunkte. So. Dann, jawohl, der Raum könnte auch der Raum hier unten sein, ne? Aber ich vermute mal, dass das hier der Raum ist. Na, okay. Dieser Raum ist Gegenstand polizeilicher Ermittlungsarbeiten. Ja, ist okay. Ist es dann doch unten der Raum? Oder wen soll ich noch fragen können? Das sind, also... Achso, Barnes, ja klar. Vulcanus Essen. Ich weiß genau, welches Essen Vulcano bevorzugt. Oh, es mag, ich glaube, süßes Essen. Als ich noch für sein Essen zuständig war, habe ich ihm immer einen süßen Nachtisch zubereitet. Guter Kerl, Barnes. Mehr Süßkram. Ist mit Pikachu alles in Ordnung? Es benimmt sich merkwürdig. Keine Sorge, für seine Verhältnisse ist das normal. Okay. Dieser Raum ist Gegenstand polizeilicher. Ja, wir haben genug, um... Worauf warten wir noch? Lösen wir dieses Rätsel. Naja. Wer wäre dazu in der Lage gewesen, Schlafpuder in Vulcanus Essen zu mischen? Naja, also... Sie wäre schon in der Lage gewesen, ne? Also ich will davon noch nicht so ganz weg. Okay. Aber ja, es ist wahrscheinlich Turner. Er muss es gewesen sein. Bingo. Er ist dafür verantwortlich, die Mahlzeiten der Pokémon zuzubereiten. Er hätte ohne weiteres Schlafpuder hinzugeben können. Gut. Das, wie gesagt, das war uns jetzt schon relativ lange klar. Aber es ist nur eine Vermutung, wir haben keine Beweise dafür. Aggressive Taktik, aber wir könnten ihn versuchen, etwas unter Druck zu setzen. Schauen wir doch mal, ob wir Turner nervös machen können. Vielleicht verrät uns seine Reaktion etwas Neues. Bist du bereit? Versuchen wir es. Ja, wir können ihn natürlich mit Dressella konfrontieren, ne? Frag ruhig. Urgel! Ja, danach wollte ich sowieso schon fragen.
Das haben wir herausgefunden, als wir in der Stadt Aussagen gesammelt haben. Verstehe. Ich hoffe, du denkst nicht, dass ich das mit Absicht nicht erwähnt habe. Ich hatte nur Angst, dass es verdächtig wird. Der Polizei habe ich das natürlich mitgeteilt. Wirklich? Das fällt mir auf, dass ich schon eine Weile nicht mehr gesehen habe. Das beunruhigt mich jetzt. Wo könnte es nur sein? Wir haben Urgel gerade auf seinem Rückweg zum Anwesen gesehen. Oh, diese Kleine. Ich habe ihm doch gesagt, dass er bleiben soll, wo es ist. Sollte bleiben, wo es ist? Warum haben Sie das gesagt? Ich wollte nur nicht, dass es alleine unterwegs ist. Ich habe mir solche Sorgen gemacht, dass es irgendwie in diese ganze Sache hineingeraten könnte. Danke, dass du Urgel gefunden hast, Tim. Jetzt bin ich wirklich erleichtert. Gladiantri. Wir vermuten, dass es ein Gladiantri war, das die Vitrine aufgeschnitten hat. Das ist ja super, damit ist der Fall doch gelöst, würde ich sagen. Es war also ein Gladiantri, das sie geschlagen hat, Mr. Turner? Ja, ganz sicher. Das hat irgendwie wehgetan. Genau genommen tut es sogar immer noch weh. Was für ein miserabler Lügner. Die Reaktion zeigt mir ziemlich deutlich, dass er was zu verbergen hat. Ich wünschte, ich hätte mehr nachgehakt. Na, war schon gut so. Urgel ist der Schlüssel zu diesem Fall. Wir müssen uns nur noch befragen. Aber wo ist es denn jetzt? Es ist doch nicht immer noch... Oder? Ist es immer noch in dieser Seitengasse? Das wäre jetzt aber natürlich ein bisschen anstrengend, ne? Weil langer Weg. Langer Fußmarsch. Ist auf jeden Fall ein relativ langer erster Fall hier. Also ich dachte, das ist so nebenbei, ja, wurden Juwelen geklaut. Aber es zieht sich dann doch ein bisschen. Und ich ertrage diese Ladebildschirme immer noch nicht. Oh, es ist nicht so weit gekommen auf jeden Fall. Wolltest du nicht zurück zu Turner? Du bist nicht sehr weit gekommen, was? Hast dich hier ausgeruht, weil du zu voll warst? Warum fühlt es sich denn komisch? Vukan und den anderen geht's doch gut. Es muss wirklich zu viel gegessen haben. Oder es hat etwas verschluckt, was seine Verdauung nicht bekommt. Moment mal! A missing jewel. And now, Cramorant's full belly. What are you thinking, Pikachu? Was? I figured it out. Was beschäftigt dich? Bolt of Brilliance. Bolt of Brilliance! Oh, die Kappe. Oh, wow. Die waren doch vorhin nicht da drin. The stolen jewel we seek is right over there. Ich liebe diese Stimme. Aber er redet mir ein bisschen zu wenig bisher. Ich habe den Fall gelöst. Tja. Ja, also, wo ist das Juwel versteckt? Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen. Ja, eine besondere Eigenschaft. Was wären denn die Alternativen, die man denken könnte? Er hat sie... Ja, er könnte sie in der Wolle verborgen haben. Oder in Urgels Bauch, okay. Seinem Partner-Pokémon. Das mit der Wolle finde ich immer noch nicht komplett unwahrscheinlich, aber ja. Er hat Urgel das Juwel verschlucken lassen. Genau. Aber warum? Die Frage ist ja, wer hat diesen Zettel geschrieben? Wir haben die nötigen Beweise. Wir sollten Holiday Bescheid geben. Er soll alle zusammentrommeln. Bist du bereit, Tim? Jupp. Kann losgehen. Lasst uns die Wahrheit enthüllen. Die Wahrheit über den Aurora-Tropfen-Dieb. Der Dieb ist ja schon untertrieben, ne? Das ist ja besondere Heimtücke dabei. This is it. Let's take care of business. Setzen wir dem Ganzen ein Ende. Everyone. Okay, es sind jetzt nicht so viele Leute. The sudden conference had better be important. It is. We've identified the real culprit. Have you now? Yes, Mr. Barnes isn't the one who stole the jewel. Oh. Who did it then? Achso. Es wirkte, als wäre ihm gerade auch erst aufgefallen, dass er es nicht war. Let's start with how the culprit entered the jewel storage room. There were no signs of forced entry on the door. Ja, es gibt keine Einbruchsspuren. So the culprit must have used the key. Und darum wurde ein Schlüssel benutzt. Growlithe was guarding the key. Naja. No one but my husband or Barnes could have taken the key from Growlithe. Ja, das ist richtig. So how außer Fukano schläft. Aber Fukano schläft wahrscheinlich jede Nacht. Also es ist nicht das sicherste Konzept. No, it wasn't. Obwohl, es schläft wahrscheinlich nochmal tiefer mit Schlafbruder, ne?
Der Täter hat Fukano betäubt und den Schlüssel genommen. Was ist, wenn wir an der Stelle was Falsches sagen? Nein, ist Quatsch, ne? Machen wir nicht. The culprit used sleep powder to make Growlithe fall asleep. So war's. And after that, they took the key. Do you have evidence of that? Of course. Take a close look at Growlithe's food bowl, Inspector. You'll find traces of Lilligant's sleep powder in it. Yep. Of course. So that's how the culprit got into the jewel storage room. Das Wichtigste ist ja wohl, dass Fukano jetzt entlastet ist. Er konnte da nichts für, er wurde vergiftet. Yeah, good point. No. Ja, natürlich. They had Pokémon accomplices. Pokémon? Pokémon? Habe ich noch nie gehört. Wer hat die Vitrine aufgeschnitten? Pixie, offensichtlich. Tja. The culprit somehow used Whimsicott and Ponyard. Es ist schon für eine junge Demografie auf jeden Fall. What? How is that even possible? Wie ist das überhaupt möglich? Ja, sind wir ehrlich, so now how the jewel was stolen. But that doesn't necessarily prove that Barnes is innocent. Denn so die Details basieren ja immer noch auf Pokémon-Aussagen, ne? Welches Beweismittel zeigen, dass Barnes nicht der Täter sein kann? Ja, die Notiz ist ja okay. Aber an wem wurde es geschrieben? Von wem? Das ist ja... Darauf hatte der Täter seinen ganzen Plan notiert. Er wollte das Verbrechen Mr. Barnes anhängen. Achso, ich hatte mir, da wollte es nicht vorlesen, ne? Barnes is innocent. So who's the real culprit? The real culprit is right here with us. What do you mean? Was soll das heißen? Die Polizistin Nummer 2. Naja. Ich sage einfach mal, Claudia ist es. Mist, scheint falsch zu sein. Based on our deductions, the culprit is clear, isn't it? Ja, ist ja okay. Jetzt doch noch mal Barnes sagen. No, that's not right. Ja, okay. Based on our deductions, the culprit is clear, isn't it? Ja, okay, es war Larry Turner. The thief who stole the Aurora drop. Ja, okay, lass ihn von mir aus der Dieb sein. Aber wer hat diesen Zettel geschrieben? Who, me? But I'm a victim of this crime. Ponyard punched me. It punched you, huh? Hmm. Ponyard has blades for hands, and I don't see any cuts on you. Und wenn du einen Schnitt sehen würdest, dann wäre es ein sehr großer. You really think I'm the culprit? Then where's the jewel? Und dann würden wir ihn wahrscheinlich in der Pathologie anschauen. And I haven't set foot outside the mansion. Where's the jewel? Isn't it obvious? Ja, es ist okay, dass das Urgel den Stein hat. Und ich glaube auch, dass, ne, natürlich ist er der Dieb gewesen. Aber wer schreibt diesen Zettel? Wer hat überhaupt ein Motiv? Außer, wir werden reich. Ja. Of course you don't have the stolen jewel. You hid it. Sie haben es versteckt. In Cramorant's belly. Und zwar in Urgels Bauch. Excuse me? Cramorant may be Turner's partner, but even so. Where is that Cramorant anyway? Ja, wo ist es überhaupt? Mr. Turner, you clearly put a lot of thought into your plan. But when we investigated the crime scene, we found a Cramorant feather. Aber inwiefern hat er, oder verrenne ich mich hier gerade, inwiefern hat er denn viel Arbeit in den Plan getan? Also, er war ja nur ausführendes Organ, ne? Rufen Sie, Herr Urgel. Ja, mach's einfach nicht. Oh, das ist so herrlich blöd. Cramorant. Richtiger Tölpel. Alright, glaube ich. Let me handle this. Was ist das für eine kleine Box auf dem Rücken? Und ein Schlüssel. The Aurora Drop.
And the key to the storage room too. Was ist das für eine kleine Box hier auf dem Rücken? Hat er die immer? I'm afraid you can't talk your way out of this, Mr. Turner. Nee, ich glaube nicht. I was so close to living the easy life. I shouldn't have teamed up with someone I barely knew. Ja. Aber mit wem warst du denn im Team? Hm? Ja, Holiday wird der Sache mit dem Komplizen nachgehen. Habe ich mich so sehr geirrt? Für mich war der Aurora-Tropfen ein Symbol der Hoffnung. Ich dachte, er könnte Menschen Hoffnung geben, deswegen wollte ich ihn stiften. Aber ich hätte nie gedacht, dass diese Idee zu einem solchen Vorfall führen könnte. Ach, vielleicht sollte ich das Stiften sein lassen und ihn einfach zu Hause verwahren. Das ausgerechnet von dir. Mehr traust du dem Aurora-Tropfen nicht zu? Was soll das heißen, Claudia? Hast du es nicht selbst gesagt, dass du hoffst, dass jeder, der den Aurora-Tropfen betrachtet, nicht nur seine Schönheit sieht, sondern auch von seinem Anblick aufgemuntert wird und frischen Mut fasst? Gibst du diese Hoffnung jetzt auf, nur weil du etwas Pech hattest und jetzt drehen die beiden komplett ihre Haltung oder was? Mr. Dennis, ihr Vorhaben, das Juwel den Bürgern von Rhyme City zu stiften, war mitnichten ein Fehler. Bitte glauben Sie an sich und tun Sie das, was Sie für das Beste halten. Claudia Barnes, bitte verzeiht mir. Die heutigen Ereignisse haben mich wohl etwas mitgenommen. Ja, er wird es stiften, verstehe mich nicht falsch. Danke, Claudia. Pixie, Piccolente und Fucano, lasst uns jetzt gemeinsam essen. Und sie essen sogar miteinander, obwohl Claudia das nicht möchte. Mann. Cramorant swallowed the jewel. And now you've got to swallow the bitter consequences. Well, let's go. Yeah. Ja, so sieht's natürlich ein bisschen kacke aus, das Spiel, ne? Ja, vor allem diese verdammte Box. Cramorant, are you alright? Oh oh. Oh oh. Da stand ja auch irgendwie mal. Don't just stand there. Hurry up and grab it. Ja, ja, eben. Kann keines eurer Pokémon eine Attacke. Keiner. Ich habe mehrere Voltenso gesehen. Es ist wieder weg. How could this be happening? Sanjeev. So nah und doch so fern. Hold on. I swear I had nothing to do with that. Why don't we discuss this down at the station? Also sind diese Boxen vielleicht, um Pokémon zu kontrollieren? Vielleicht ist das die neue Version von Wirkstoff R? Könnte sein. Ich dachte, es ist irgendwelche Pokémon-Lore, die ich nicht verinnerlicht habe. Gebe zu, Urgel ist jetzt auch keins meiner Favorite-Pokémon. Growlithe, you did a great job. Hey, oh, und die Elfen. Look. Verschwinden sie jetzt? Oh. Are you leaving already? Jo. See you around. Haut da rein. Say, Tim, did you notice Cramorant's back? Yeah. Nee. There was something glowing on it. I've never seen anything like it. Etwas. ein Metallwürfel. Maybe Turner didn't know what was going on. Something tells me, this is just the beginning. Yes, yes, yes. So wirkt es auf jeden Fall. Später am Abend in Tims Apartment. I'm home. Bin wieder da. Ach, sollten wir uns nicht mit irgendwem treffen? Well, you sure are mit der Kommilitonin? Ach, wir haben sie mitgebracht. Aha. Aber was ist denn aus, wie hieß sie, Emilia geworden? My classmate, Rachel. Ah ja, genau, Rachel. Okay, wir merken uns jetzt nice erstmal ihren Namen. Freut mich, sie kennenzulernen. Und lass mich raten, beide wirken jetzt sehr erstaunt. Ja, ja, klar. Weil diese... Oh. Eigentlich ist Rachel hier, weil... Hallo, tut mir leid, dass ich so reinplatze, aber ich hatte auf einen Rat des Meisterdetektivs hier gehofft. Ich wusste allerdings nicht, dass er gerade Besuch von seiner Familie hat. Herzlich willkommen, Rachel. Wir wollten dich nicht erschrecken. Sophie und ich sind erst gestern in Rhyme City angekommen. Wir sind für die Verheilungszeremonie von meinem Bruder gekommen. Oh, wirklich? Verheilung? Stand das da? Nein.
Dann ist das wohl das erste Mal seit einer ganzen Weile, dass ihr euch seht. Ich hoffe, ich störe jetzt nicht. Mach dir keine Gedanken, wir sind noch eine Weile in der Stadt. Fühl dich wie zu Hause. Ich mach Tee. Vielen Dank. Ich hab doch gesagt, dass es für Irene und Sophia kein Problem ist. Okay. Und diese extrem unangenehme Situation, die manch einer vielleicht auch aus seinem Privatleben kennt, werden wir beim nächsten Mal fortführen. Also erstmal speichern zur Sicherheit. Noch während der Aufnahme. Sehr gut. Gut. Und dann würde ich sagen, schauen wir uns das beim nächsten Mal an. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wäre cool, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei wärt. Lasst mich gerne wissen, ob euch diese Serie überhaupt gefällt, damit ich weiß, ob ich das privat durchspiele oder weiterhin aufnehme. Und ja, herzlichen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.